Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Max-Planck-Lectures über unsere fragilen Ökosysteme und wie wir sie schützen können bzw. schützen müssen. Heute geht es um die gigantischen Mengen an Kohlenstoff, die in den arktischen Permafrostböden gespeichert sind, eben weil diese Böden gefroren sind, dauerhaft gefroren sind, und warum aber dieser Kohlenstoff dort gefährdet ist. Und wie das Max-Planck-Institut für Biogeochemie sie erforscht. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin, Autorin und schreibe rund um Themen der ökologischen Transformation. Und deshalb freue ich mich so, dass ich heute moderieren darf und Sie durch diesen Abend führen darf. Ja, der letzte IPCC-Bericht, der hatte es ziemlich in sich. Der sagt nämlich, es wird noch schneller heißer auf der Erde, als wir es prognostiziert haben bislang. Und es gibt sogar Tauwetter in Sibirien. Dort, wo der Permafrostboden, der dauerhaft eben diesen Kohlenstoff in der Erde hält, dauerhaft gefroren ist und wo der auf gar keinen Fall eigentlich auftauen darf, um diese Kohlenstoffmengen eben weiter im Boden zu halten. Die sollen natürlich nicht in die Atmosphäre gelangen. Am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena gibt es eine Forschungsgruppe, die sich genau mit dieser Frage befasst. Und die reist seit 10 Jahren in den Nordosten Sibiriens an den Rand des Nordpolarmeeres, um dort mit ziemlich teuren und großen und aufwendigen Messinstrumenten im Gepäck nachzumessen, was passiert, wenn der Boden antaut, wenn Kohlenstoff in die Atmosphäre kommt und was dann in den ganzen Stoffkreisläufen dort passiert und was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Mit dem Beginn des brutalen Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine ist es mit dieser Forschungsarbeit natürlich vorbei. Dazu hören wir gleich mehr vom Leiter des Teams, wie es jetzt weitergeht mit der Klimaforschung in Sibirien. Der Leiter dieser Forschungsgruppe, das ist Dr. Matthias Göckede, und er ist studierter Geoökologe. Er hat an der Uni Bayreuth promoviert und hat dann als Postdoc in Oregon an der Oregon State University geforscht, ist dafür ausgezeichnet worden mit der besten Publikation im europaweiten Carbo-Europe-IP-Projekt, und seit 2012 forscht er für das Max-Planck-Institut in Jena und in Sibirien. Und heute berichtet er von dieser Forschung und wie es weitergeht, jetzt wo man in Sibirien nicht mehr einfach reisen und forschen kann. Dr. Matthias Göckede, toll, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr auf das, was Sie uns jetzt berichten werden. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Busse, für diese Einleitung und auch vielen Dank an alle Zuhörer dafür, dass Sie sich eingeschaltet haben und dass Sie sich für unsere Forschung interessieren. Ich möchte jetzt kurz nochmal auf den Titel meines Vortrags eingehen. Hier sehen Sie jetzt die Titelfolie. Wir hatten, als wir vor ungefähr 3 Monaten diesen Vortrag geplant haben, gedacht, also wir erzählen hier sehr viel über unsere Arbeiten in Sibirien, nicht nur, was wir bisher gemacht haben, sondern auch, wie das Arbeiten dort letztendlich vonstatten geht und auch, was wir planen, in Zukunft dort zu machen. Aber mittlerweile ist die Welt halt eine andere. Frau Busse hat schon erwähnt, im Zuge der Maßnahmen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine haben wir unser Forschungsprogramm derzeit komplett auf Eis gelegt. Das heißt, alles, was wir dort die letzten 10 Jahre aufgebaut haben, ist derzeit, es läuft zwar noch, aber es wird vermutlich nicht mehr lange laufen, aber alle Verbindungen sind weitgehend stillgelegt und aktuell ist wirklich nicht sicher, wie es dort weitergehen kann. In dem Sinne habe ich jetzt beschlossen, also ich werde weniger über Sibirien erzählen. Sie werden natürlich auch weiterhin Ergebnisse von unserem bestehenden Messprogramm sehen. Ich werde auch einige Bilder zeigen. Aber ansonsten liegt der Fokus nicht so sehr auf Sibirien, sondern allgemein auf den Permafrostböden als CO2-Speicher. Gut, in diesem Sinne werde ich jetzt mal loslegen mit der ersten Folie. Und ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einer Frage über Permafrost oder wie sollte man sich Permafrost eigentlich vorstellen? Der Begriff selber suggeriert ja schon Perma und Frost, also ewiges Eis. Und vielleicht stellt man sich vor seinem inneren Auge eine Landschaft vor, wie sie hier auf diesem Bild zu sehen ist. Also eine Eiswüste, extrem kalt, abgeschieden, vielleicht ohne Leben, definitiv nicht wirklich habitabel für Menschen. Gleichzeitig haben viele von Ihnen sicherlich im Verlauf der letzten Jahre Schlagzeilen oder Berichte auch im Fernsehen gesehen über Änderungen in der Arktis. Das heißt, man sieht Schlagzeilen wie diese, die ich hier zusammengestellt habe, die Gefahr von unten, da geht es um Zersetzung von Permafrostböden und wie dort die Landschaft letztendlich erodiert. Zeit der Schmelze, da geht es eben um die Eisbedeckung und mit dem Permafrost, wie verändert er sich?
Solche Schlagzeilen hört man immer mehr. Das heißt, also man bekommt schon den Eindruck, das ewige Eis ist vielleicht nicht ganz so ewig, wie wir das gerne hätten. Und dort oben verändert sich viel. Und die Frage ist jetzt, inwiefern betrifft uns das eigentlich? Und das möchte ich gerne in diesem Vortrag zumindest in einigen Bereichen besprechen. Um Ihnen einen Einblick zu verschaffen, was sich derzeit in der Arktik ändert, habe ich hier eine Grafik ausgewählt von unseren Kollegen von der amerikanischen NOAA. Was Sie hier sehen, sind Klimastatistiken über Temperaturtrends in der Arktis. Die obere Karte zeigt Ihnen Anomalien, also Temperaturveränderungen gegenüber einem langjährigen Mittel, wie sie im vergangenen Jahr ungefähr ausgesehen haben. Und alle Bereiche, die hier rot eingezeichnet sind, sind Bereiche, in denen es deutlich oder also zumindest wärmer war als in dieser Referenzperiode, die einige Jahrzehnte zurückliegt. In der unteren Grafik sehen Sie die Langzeitentwicklung der mittleren Lufttemperatur in der Arktis. Und hier ist das arktische Mittel diese rote Linie und im Vergleich ist auch das globale Mittel eingezeichnet als schwarze Linie. Und hier kann man sehr deutlich sehen, dass vor allen Dingen im Verlauf der letzten 5 Jahrzehnte die Temperatur in der Arktis dramatisch angestiegen ist. Wir sehen also einen Unterschied von ungefähr 3 Grad Celsius im Verlauf dieser 50 Jahre. Und gerade in den letzten Jahren sieht man auch, dass sich die Arktistemperatur deutlich von den Trends der globalen Temperatur absetzt. Und in der Tat waren in der letzten Dekade haben wir 9 der 10 wärmsten Jahre gefunden, die seit Beginn der Messaufzeichnungen erfasst wurden. Das heißt, in der Arktis verändert sich tatsächlich ziemlich viel derzeit und diese Trends werden sich auch fortsetzen in Zukunft leider. Was Sie hier jetzt sehen, sind Prognosen über weltweite Temperaturtrends, wie sie von dem Weltklimarat im letzten IPCC-Bericht publiziert wurden. Hier sehen Sie jetzt 3 verschiedene Karten der Welt mit prognostizierten Temperaturänderungen. Diese symbolisieren verschiedene Emissionsszenarien von einem relativ milden Emissionsszenario auf der linken Seite, was auf das Ziel von einer Erwärmung von 1,5 Grad aufziehen will, sukzessive bis zu einer stärkeren Erwärmung bis zu 4 Grad auf der rechten Seite. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr auf die absoluten Temperaturen eingehen, sondern mehr auf die regionalen Muster. Denn Sie können deutlich sehen, dass in allen 3 Karten die höchsten Temperaturanstiege jeweils in den hohen nördlichen Breiten zu finden sind. Das heißt, egal wie viel sich die Erde noch erwärmen wird im Verlauf der nächsten Jahrzehnte, und diese Daten sind übrigens bis zum Ende des aktuellen Jahrhunderts, die stärkste Erwärmung wird in der Arktis stattfinden und sie wird mindestens 3 bis 4 Grad ausfallen, selbst wenn wir uns sehr bemühen mit unseren Einschränkungen der fossilen Energieemissionen. Gut, zurück zum Permafrost. Wie muss man sich jetzt Permafrost vorstellen? Ich hatte Ihnen eben diese Eiswüste gezeigt. Das ist natürlich nicht typisch für Permafrost. Das ist schon ein Extremszenario. Ich mag gerne dieses Bild, was Sie hier gerade sehen, mit einer Permafrostklippe an einem Fluss in Ostsibirien. Das ist also eine Uferböschung, die langsam wegerodiert. Und alles das, was Sie auf diesem Bild als schwarz glänzende Flächen sehen, das ist Permafrost. Das ist tiefgefrorener Boden, der große Mengen an organischem Kohlenstoff und auch an Eis enthält. Das heißt, dieser Boden war vermutlich über die vergangenen Tausende von Jahren tiefgefroren, tief in der Erde und wird jetzt langsam exponiert, weil der noch verbliebene Oberboden langsam abtaut und an diesen noch gefrorenen Flächen abgleitet und letztendlich irgendwann im Fluss verschwinden wird. Von der technischen Seite bezeichnet man Permafrost als Boden, der für mindestens 2 Jahre durchgängig gefroren ist. Diese Bedingungen liegen vor für ungefähr 25% der Landfläche auf der Nordhalbkugel. Und das können Sie hier sehen auf der Karte auf der rechten Seite. Das heißt, alle Flächen, die dort in Violett einschraffiert sind, eingezeichnet sind, sind Permafrostflächen, in denen der Boden zumindest sporadisch 2 Jahre am Stück gefroren ist. Und dieser Permafrostboden ist, wie Frau Busse in der Einleitung schon sagte, relevant als globaler Kohlenstoffspeicher. Er enthält derzeit etwa 1700 Gigatonnen an Kohlenstoff. Und das ist jetzt natürlich eine Zahl, die hängt so in der Luft. Man kann sich nicht so wirklich vorstellen, was bedeutet das eigentlich. Und 1700 Gigatonnen Kohlenstoff ist im Verhältnis etwa doppelt so viel wie der gesamte Kohlenstoff, der aktuell in der globalen Atmosphäre enthalten ist. Das heißt, wenn wir diesen ganzen Kohlenstoff emittieren würden in die Atmosphäre, würde sich die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre etwa verdreifachen.
Das ist natürlich ein unrealistisches Szenario, was nicht eintreten wird, aber um das Ganze in Perspektive zu setzen, hilft diese Zahl relativ gut. Die Permafrostböden enthalten auch etwa die Hälfte des gesamten globalen Bodenkohlenstoffs, den wir derzeit quantifizieren können. Nun zurück zu diesem Bild, was ich Ihnen eben schon gezeigt habe. Die Motivation für uns als Klimawandelforscher, sich mit dem Permafrost zu beschäftigen, liegt also darin begründet, dass sich über glaziale Zeitskalen, also über Tausende bis Zehntausende Jahre hinweg, ein enormer Kohlenstoffvorrat in diesen Böden angesammelt hat. Der ist derzeit tiefgefroren und daher stabil. Wenn wir nun aber eine solche Landschaft erwärmen, dann könnte dieser tiefgefrorene Boden auftauen und wird somit verfügbar für Mikroben, Bodenorganismen, die den Boden, diesen Permafrost-Kohlenstoff zersetzen können. Dadurch können CO2 und Methan zum Beispiel freigesetzt werden als Klimagase, die wiederum den aktuellen Klimawandel, der schon voranschreitet, verstärken könnten. Und dieser Vorgang, eine klassische positive Rückkopplung, ist auch auf der kleinen Grafik auf der linken Seite nochmal verdeutlicht. Das heißt hier, wenn wir diesen Permafrost erwärmen durch fortschreitenden Klimawandel, wird die Auftautiefe steigen. Dadurch wird neuer Permafrost aufgeschlossen quasi für mikrobielle Zersetzung. Dadurch können neue Treibhausgase freigesetzt werden, die letztendlich den Klimawandel weiter verstärken können. Neben dieser Bedeutung als Kohlenstoffspeicher hat der Permafrost allerdings noch einige weitere sehr interessante Eigenschaften, die es letztendlich relativ schwierig machen, seine Rolle und auch seine zukünftige Stabilität besser zu beurteilen oder zu simulieren in Modellen. Und einer dieser Eigenschaften ist die Rolle vom Permafrost als Stabilitätsfaktor in arktischen Landschaften. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu schnell mit meinem Klicker. Stellen Sie sich vor, wir würden mit einem Bulldozer einen Erdhügel aufschieben. Der ist ein paar Meter hoch und hat sehr steile Kanten an den Rändern. Wir machen dies in einem gemäßigten Klima, beispielsweise hier vor unserer Haustür in Deutschland, aber auch im arktischen Klima, wo er zumindest im Winter tief frieren kann und letztendlich zu einem Permafrosthügel werden kann. Nun lassen wir diesen Hügel einfach mal in Ruhe und kommen in 20 Jahren zurück, um zu schauen, wie er sich entwickelt hat. Hier bei uns zu Hause würde genau das passieren, was jeder in diesem Fall erwartet. Dieser Hügel würde langsam wegerodieren, er würde breiter und flacher werden, aber letztendlich seine Form verlieren. In der Arktis kann es sein, dass wenn die Temperaturen niedrig genug bleiben und dieser Hügel tatsächlich ein Permafrosthügel ist, dass er exakt die gleiche Form behalten hat im Verlauf von 20 Jahren. Das heißt, Permafrost ist in der Arktis ein extrem wichtiger Faktor für die Stabilität der Landschaft. Der ist quasi ein Kitt im Unterboden, der die ganze Landschaft, also beispielsweise Berghänge oder Uferböschungen, aber auch den Unterboden unter Straßen und Häusern zusammenhält. Und wenn man diesen Permafrost jetzt wegnimmt, dann können sich Effekte einstellen, wie ich sie hier auf diesen Bildern auf der nächsten Folie zeige. Also zum Beispiel kann es dramatische Veränderungen in der Natur geben, wie jetzt zum Beispiel auf diesem sogenannten Batagai-Krater, der sich in den letzten Jahren in Zentralsibirien gebildet hat. Das heißt, hier hat eine kleine unmittelbare Störung am Oberboden dazu geführt, dass große Areale wegerodiert sind und ein Riesenloch in der Tundra, der Taiga entstanden ist. Aber auch für die menschliche Infrastruktur kann das Abtauen sehr starke Folgen haben, wie Sie hier in dem Bild an der rechten Seite sehen. Also beispielsweise dieses Gebäude, es hat zwar sehr lange Betonsäulen, auf denen es im Permafrost verankert war. Nun hat sich aber direkt unterhalb des Gebäudes eine Erosionsrinne gebildet, die letztendlich so tief war, dass selbst die meterlangen Betonstangen nichts mehr geholfen haben und das Gebäude irgendwann abgesackt und in sich zusammengefallen ist. Ein zweiter wichtiger Faktor, den der Permafrost spielt in diesen arktischen Landschaften, ist seine Rolle als Landschaftsarchitekt, habe ich das jetzt mal genannt. Das heißt also, die Präsenz oder die Abwesenheit von Permafrost kann die Landschaftsform extrem ändern. Und um das zu illustrieren, habe ich Ihnen hier mal zwei Folien oder zwei Landschaftsbilder hineinkopiert, die verschiedene Landschaften zeigen. Und wenn Sie jetzt eine Person vor mir sitzen würden, würde ich mal in die Runde fragen, was meinen Sie, na, jetzt habe ich schon verraten, was meinen Sie, welche dieser Landschaften hat einen höheren Niederschlag? Und natürlich würde man aus dem Bauch heraus sagen, es muss die rechte Landschaft sein, denn da sehen wir ein Feuchtgebiet mit ausgedehnten Seenflächen, während auf der linken Seite eine recht trockene Halbwüste zu sehen ist. Tatsächlich, natürlich war das eine Fangfrage und tatsächlich ist es genau andersrum. Also was Sie links sehen, ist eine Halbwüste im Nordwesten der USA, in Oregon, wo ich früher mal gearbeitet habe. Und dort ist der Niederschlag etwa 280 bis 300 Millimeter pro Jahr, während auf der rechten Seite, das ist jetzt mein neues Arbeitsgebiet,
in Nordostsibirien. Und hier beträgt der Niederschlag etwa 40% weniger, also etwas weniger als 200 Milliliter pro Jahr. Wie kann es nun sein, dass bei so wenig Niederschlag ein Feuchtgebiet entsteht, wo eigentlich in jedem anderen Klima eine Halbwüste sein sollte? Und die Antwort ist natürlich Permafrost. Diese Grafik sieht es leider nicht ganz so aus, wie es geplant war. Das war ein kleines technisches Problem, aber ich denke, man kann immer noch ganz gut sehen, was ich hier zeigen wollte. In gemäßigten Breiten, wo der Boden nicht gefroren ist, wird überflüssiges Wasser oder überschüssiges Wasser letztendlich in den Boden infiltrieren. Das heißt, es sickert langsam nach unten weg und sammelt sich irgendwo, wo die Schichten undurchlässig sind, als Grundwasser, ist aber erstmal dem Oberboden entzogen. Im Permafrost geht das nicht, weil der Boden gefroren ist, ist er eine formidable Infiltrationsbarriere. Das heißt, als Speicherboden, als Speicherraum für den Niederschlag sind letztendlich nur die obersten paar Dezimeter des Bodens, die im Sommer auftauen, verfügbar. Dementsprechend kann das Wasser nicht vertikal verschwinden und wird horizontal entlang dieser Infiltrationsbarriere ablaufen und sich dementsprechend in Feuchtgebieten und in Seen sammeln. Das heißt, Permafrost, die Präsenz von Permafrost ist extrem wichtig als landschaftsformender Faktor und hat eine große Rolle, ob sich dort halt ein Feuchtgebiet oder nicht entwickeln kann. Also was ich Ihnen in diesem ersten Teil meines Vortrags darlegen wollte, war, dass zum einen der Permafrost derzeit noch ein sicherer Speicher für enorme Kohlenstoffvorräte ist. Aber gleichzeitig hat der Permafrost auch einige interessante Eigenschaften, beispielsweise als Landschaftsstabilisierungsfaktor oder auch als Bedingung für die Entwicklung von beispielsweise Wasserhaushalt oder Vegetation. Und in diesem Sinne kann die Abwesenheit oder die Präsenz von Permafrost deutliche Unterschiede machen für die Landschaftsform. Nun stellt sich die Frage, wie reagiert ein solches sensitives System, was halt auf die Präsenz von gefrorenem Boden angewiesen ist, wie reagiert es auf Veränderung? Und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel im zweiten Teil von meinem Vortrag zeigen. Und als Beispiel habe ich hier gewählt die Degradation polygonaler Tundra. Polygonale Tundra ist eine Landschaftsform, die in weiten Teilen der Arktis zu finden ist. Und hier auf diesem Bild sehen Sie ein recht gutes Beispiel davon. Diese Polygone, das sind kleine Kreise von ungefähr 20 bis 30 Meter Durchmesser. Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen Probleme mit meinem Klicker. Und die sind hier in diesem Bild begrenzt von diesen Polygonwellen, also diese trockenen, gras- und moosbewachsenen Streifen, die die Seenflächen letztendlich zerschneiden. In der Mitte dieser Polygone gibt es eine Absenkung, die je nach Ausprägung entweder wassergefüllt ist oder überwachsen. Das spielt in diesem Falle keine besondere Rolle. Diese Polygone formen sich durch eine Besonderheit im Untergrund dieser arktischen Böden, nämlich ein Netz von Eiskeilen. Diese Eiskeile können sich über Jahrtausende oder Jahrhunderte zumindest bilden, können Meter dick werden und sind letztendlich genau dort vorhanden, wo Sie an der Oberfläche diese trockenen Wälle sehen. Und die Wälle sind letztendlich genau da, weil die Eiskeile, solange dieser Zustand, diese Landschaft ungestört ist, die Eiskeile härter sind als der Rest der Umgebung und deswegen etwas herausragen. Interessant ist nun aber, dass genau diese Teile des Bodens, nämlich die Eiskeile, am empfindlichsten sind gegenüber einer Erwärmung. Das heißt, wenn wir diese Landschaft jetzt sukzessive im Verlauf von Jahren oder Jahrzehnten erwärmen, dann sind die Eiskeile genau der Teil, der als erstes verschwinden wird. Das heißt, das Eis wird tauen, der darüber liegende Boden wird absacken und dort, wo Sie vorher im ungestörten Zustand diese trockenen Wälle gesehen haben, bilden sich nach und nach wassergefüllte Gräben. Das heißt, wenn Sie jetzt mal das rechte Bild mit dem linken vergleichen, dann hat sich dieser hydrologische Zustand komplett umgekehrt. Das, was vorher trocken war, ist jetzt nass. Das, was vorher nass war, ist jetzt trocken. Und Sie können sich sicherlich gut vorstellen, dass diese Veränderungen, solche dramatischen Veränderungen der Landschaftsform letztendlich auch Auswirkungen auf den Kohlenstoffhaushalt und auf die Wechselwirkung dieser Landschaft mit dem fortschreitenden Klimawandel haben werden. Und das sind die Themen, die wir in unserer Forschung in Sibirien untersuchen wollen. Als Motivation haben wir jetzt ein Experiment genommen, was amerikanische Kollegen von uns vor etwa 10 Jahren durchgeführt haben. Die wollten nämlich wissen, was passiert eigentlich mit Permafrostböden, wenn sich die Temperaturen verändern, aber auch wenn sich der Feuchtezustand verändert. Dazu haben sie Bodenproben aus Permafrostlandschaften genommen, haben sie im Labor in geschlossene Gefäße gesteckt und haben diese einfach längere Zeit beobachtet. Das nennt man Inkubation.
Und unter solchen Bedingungen können die Bodenorganismen letztendlich genau das tun, was sie auch in freier Natur tun würden. Das heißt, sie zersetzen den Bodenkohlenstoff und produzieren Klimagase. Aber man kann dort zum einen die Bedingungen, Entschuldigung, man kann die Bedingungen gut kontrollieren und man kann sehr genau messen, wie viel Gas sich in diesen geschlossenen Gefäßen sammelt. Nun haben Sie halt als erstes Experiment versucht, wie verändert sich nun diese Bodenatmung, die Zersetzung des Bodenkohlenstoffs, wenn wir die Temperatur erhöhen. Das heißt, Sie haben diese Inkubation durchgeführt, einmal mit Normalbedingungen, also unter kühlen, trockenen, nassen Bedingungen, und dann haben Sie es wiederholt unter Bedingungen, die 10 Grad wärmer waren. Und hier haben Sie gefunden, dass die Zersetzung von Kohlenstoff etwa sich verdoppelt hat. Das heißt, wir sehen ungefähr doppelt so viel CO2-Emissionen im Vergleich zu dieser kühlen Referenzinkubation. In einem zweiten Experiment haben Sie dann einen ähnlichen Versuch gestartet, allerdings haben Sie nicht die Temperatur verändert, sondern den Wasserhaushalt. Das heißt, Sie haben anstatt das feucht zu inkubieren, haben Sie das Wasser weggenommen, was zu einer großen Veränderung der aktiven Mikroorganismen geführt hat. Und in diesem Fall haben Sie gefunden, dass der Effekt sogar noch stärker war als eine 10 Grad Temperaturerhöhung und dass in diesem Fall etwa um mehr als das Dreifache die CO2-Emissionen sich verstärkt hat. Das heißt, was wir hier sehen, was wir als Motivation genommen haben, ist, dass die Austrocknung einer arktischen Landschaft eigentlich zu einer dramatischen zusätzlichen Freisetzung von Kohlenstoff in die Atmosphäre führen sollten. Und wir wollten nun im Feld, also in einem Feldexperiment, untersuchen, ob man tatsächlich diesen Effekt auch im Freiland findet. Dazu sind wir dann, jetzt funktioniert es gerade nicht. Eben wollte einmal zu viel, jetzt kann ich leider gerade meine Folien nicht mehr steuern. Jetzt passiert was. Okay, da wollte ich hin. Hier sehen Sie jetzt einen kurzen Überblick über das Gebiet, in dem wir die letzten 10 Jahre unsere Feldforschung in Sibirien durchgeführt haben. Auf der Karte oben habe ich ein kleines rotes Quadrat eingezeichnet. Das ist die Region in den sogenannten Kolyma Lowlands nahe der Stadt Tscherski, in die wir geflogen sind. Auf der Landsat-Karte auf der rechten Seite sehen Sie diese Region in etwas mehr Details, jetzt wieder nicht. Und das heißt, in der Stadt Tscherski ist unsere Heimat dort quasi. Dort arbeiten wir mit einer lokalen Forschungsstation zusammen. Und die drei roten Punkte, die ich eingezeichnet habe, sind die Orte, an denen wir einen Großteil unserer Messungen in der Region durchgeführt haben. Das Experiment, was ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen werde, haben wir durchgeführt auf der sogenannten Ambolika-Messfläche. Die befindet sich auf der Überflutungsfläche der Kolyma nahe Tscherski. Und dort haben wir diesen Drainagering installiert, den Sie in dem Foto auf der linken Seite sehen. Das heißt, wir haben mit einem Bulldozer letztendlich einen Entwässerungsgraben gebaut, der in der Natur genau das nachvollzieht, was ich Ihnen eben als Beispiel für diese polygonale Tundra gezeigt habe. Das heißt, dieser Entwässerungsgraben soll diese eigentlich staunasse Fläche permanent entwässern und somit einen deutlich anderen Wasserzustand herbeiführen. So, und was genau das mit der Landschaft gemacht hat, habe ich Ihnen hier jetzt auf einem Schaubild zusammengestellt, das ich nach und nach aufbauen werde. Was Sie hier jetzt in dieser ersten Folie sehen, ist der Zustand der natürlichen Tundra, das heißt der Teil unserer Untersuchungsfläche, der nicht von der Drainage betroffen ist und somit als Kontrolle dient. Die Grafik zeigt den Verlauf der Bedingungen an dieser Messfläche im Verlauf eines Jahres, von links Januar bis rechts Dezember. Die farbigen Boxen am unteren Teil der Grafik zeigen die Bodentemperaturen an, die großen Boxen im tiefen Boden und die kleineren Boxen darüber im flachen Boden. Und das sind jeweils zwei Monatsmittel. Und hier zeigen halt blaue, kalte Temperaturen an, dass der Boden gefroren ist. Und die rötlichen Farben, bräunlichen Farben zeigen eben Wärmetemperaturen an. Zusätzlich haben wir, was Sie dort in grün sehen, Vegetation eingezeichnet. Die ist im natürlichen Zustand dieser Tundra normalerweise eine niedrige Feuchtwiese mit Wollgras und kleinen Grasbüscheln, sogenannten Tussocks. Die blaue Linie, die eingezeichnet ist, soll den Wasserstand zeigen. Und hier im natürlichen Zustand ist der Wasserstand eigentlich permanent oberhalb der Bodenoberfläche. Das heißt, dieses System ist normalerweise den ganzen Sommer über staunass. Und die weiteren Linien, die Sie sehen, sind jetzt hier in diesem Fall nicht ganz so wichtig, aber wir haben noch die Auftautiefe des Bodens als schwarze Linie eingezeichnet und die Schneebedeckung als rote Linie. So, jetzt in der Erweiterung des Bildes kann ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn wir jetzt das Wasser wegnehmen.
Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, was wir gemacht haben bei diesem Experiment, ist letztendlich nur die Drainage. Das heißt, wir haben mit diesem Bulldozer den Graben installiert und haben dafür gesorgt, dass sich der Wasserstand ändert. Das habe ich hier als primäre Störung bezeichnet. Alles andere ist mehr oder weniger von selbst passiert. Und Sie können hier sehen, also durch die primäre Störung, durch diese Entwässerung, senkt sich der mittlere Wasserspiegel im Verlauf der Wachstumsperiode, also im Mittel dieses Graphs, unter die Bodenoberfläche ab. Das heißt, wir haben für eine lange Zeit des Sommers einen trockenen Oberboden. Gleichzeitig können Sie auch schon eine der ersten dramatischen Veränderungen sehen, nämlich eine neue Vegetationsstruktur. Anstelle dieser niedrigen Wollgraswiesen haben wir hier jetzt viel mehr hohe Büsche und auch viel mehr von diesen Grasbüscheln, den sogenannten Tussocks. Das heißt, wir haben höhere Vegetation, mehr Biomasse, die letztendlich einen großen Einfluss auf die Biogeochemie dieses Standorts hat. Aber es stellen sich noch weitere Änderungen ein, auf die ich jetzt leider aus Zeitgründen nicht ganz im Detail eingehen kann. Aber beispielsweise sehen wir eine Änderung des Bodenwärmehaushalts. Hier finden wir im flachen Oberboden mehr oder weniger genau das, was wir erwartet haben, dass der trockene Boden sich im Verlauf des Sommers deutlicher erwärmt, aber im Winter auch deutlicher auskühlt. Interessant war allerdings, dass sich im Unterboden die Temperatur im Sommer letztendlich erniedrigt. Das heißt, hier wird es kälter dadurch, dass der Oberboden, der organische Oberboden, ein sehr schlechter Wärmeleiter war. Das war für uns etwas überraschend. Und zusätzliche Effekte, die wir auch gefunden haben, also als Folge dieses veränderten Wärmehaushalts, taut der Boden im Verlauf des Sommers weniger auf als Folge der Drainage. Und wir sehen auch durch die veränderte Vegetationsstruktur eine Verschiebung der Schneebedeckungsperiode. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, genau zu erklären, was da alles passiert. Es gibt auch noch weitere Effekte, die ich jetzt hier erstmal weggelassen habe. Was ich Ihnen hiermit zeigen wollte, war vor allen Dingen, dass sich sehr viel ändert. Auch dass sich nicht nur die primäre Störung einstellt, sondern dass es eben diese sogenannten sekundären Störungen gibt, die auch noch untereinander sich beeinflussen und voneinander abhängen. Das heißt, wir haben ein extrem komplexes System, und wenn wir nur einen Faktor stören, können sich sehr viele weitere Veränderungen einstellen, die im Vorfeld nicht wirklich vorhersehbar waren. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf den Kohlenstoffhaushalt. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier kurz an der nächsten Grafik erläutern. Also was wir gefunden haben, ist zum einen genau das, was das Laborexperiment unserer amerikanischen Kollegen vorhergesagt hat. Das heißt, der Oberboden wird trockener, er wird wärmer und von dort wird durch verstärkte Bodenatmung deutlich mehr Kohlenstoff freigesetzt. Gleichzeitig haben wir aber auch gefunden, dass durch die höhere Vegetation deutlich mehr Kohlenstoff durch Photosynthese auch aufgenommen wird. Außerdem war dieser kühlere Unterboden auch noch dazu verantwortlich, dass aus diesen Regionen weniger Kohlenstoff freigesetzt wird. Das heißt, wir haben hier insgesamt drei Pfeile, die ich in diese Blockgrafik eingezeichnet habe. Den Hauptpfeil in der Mitte, der die größte Veränderung, die erwartete Veränderung zeigt, aber die beiden anderen Pfeile, die letztendlich diese Hauptentwicklung abschwächen. Was das Ganze jetzt für die Gesamtkohlenstoffbilanz bedeutet, habe ich jetzt hier in dieser Balkengrafik auf der rechten Seite zusammengetragen. Das heißt, hier sehen Sie die Veränderungen verschiedener Komponenten des Kohlenstoffkreislaufes an diesem Standort, wobei hier negative Veränderungen bedeuten, dass das Ökosystem mehr Kohlenstoff abgibt an die Atmosphäre, während positive Veränderungen bedeuten, dass mehr Kohlenstoff aufgenommen wird. Und hier, also der erste Balken, der größte Balken, ist eben dieser erwartete Effekt. Wir sehen mehr Bodenatmungsverluste in die Atmosphäre. Dem wirken aber entgegen diese vermehrte Aufnahme von Kohlenstoff durch die aktivere Vegetation. Zusätzlich haben wir noch gefunden, dass durch die Austrocknung des Bodens auch deutlich weniger Methan freigesetzt wird. Und wenn man das jetzt zusammenzählt, dann kriegt man einen Gesamteffekt, der sich deutlich von dem entscheidet, was wir ursprünglich erwartet hatten. Wir sehen also keine extreme Vergrößerung der Kohlenstoffverluste als Folge der Drainage. Wir sehen zwar, dass mehr Kohlenstoff an die Atmosphäre abgegeben wird, aber der Gesamteffekt ist deutlich kleiner als das, was man aufgrund der Laborexperimente erwartet hätte. Um das kurz zusammenzufassen, also ich wollte Ihnen hier zeigen, es gibt sehr komplexe Wechselwirkungen zwischen Ökosystemkomponenten und Einzelveränderungen, also die Veränderung einer einzelnen Komponente kann zu einer Kaskade von sekundären Störungseffekten kommen, die letztendlich den Gesamteffekt dieser Störung nachhaltig verändern kann. Und wenn man das jetzt
verstehen will, erfassen will, dann muss man letztendlich Langzeitfeldexperimente durchführen. Man muss sich also ansehen, wie genau reagiert das System in der Realität im Feld auf eine bestimmte Einflussnahme, damit man versteht, was die Langzeiteffekte sein kann. Und das hat natürlich große Konsequenzen auf unsere Fähigkeiten, wie wir die Veränderung dieser Landschaft im Zuge des voranschreitenden Klimawandels vorhersagen können. Das heißt, wir müssen extrem viele Details verstehen, damit wir gute Vorhersagen machen können. Damit leite ich jetzt in den dritten und letzten Teil meines Vortrags über. Und hier möchte ich jetzt kurz als Einleitung unser derzeitiges Wissen des globalen Kohlenstoffkreislaufs zusammenfassen. Hier gibt es als Gemeinschaftsprojekt unserer Forschungsgemeinschaft normalerweise einmal im Jahr ein Update des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Das ist hier von einem Paper von Pierre Friedingstein et al., was derzeit noch in Begutachtung ist. Und hier wird halt der aktuelle Zustand für das Jahr 2021 zusammengefasst. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen gar nicht so sehr auf diese Blockgrafik auf der linken Seite eingehen. Die Hauptzahlen sind letztendlich in der Balkengrafik auf der rechten Seite eingezeichnet. Hier können Sie sehen, dass im Mittel der letzten 10 Jahre die anthropogenen Emissionen über die Verbrennung fossiler Energieträger in etwa 9,5 Gigatonnen pro Jahr betragen haben. Dazu kommt noch als zusätzliche Quelle die Änderung der Landnutzung, beispielsweise die Abholzung von Wäldern. Und das heißt, zusammengenommen haben wir eine anthropogene Störung des globalen Kohlenstoffkreislaufs von etwa 10,5 Gigatonnen pro Jahr, die sich irgendwo im natürlichen System nun verteilen müssen. Hier werden jetzt etwa 6 Gigatonnen etwa zu gleichen Teilen aufgenommen vom Land und vom Ozean. Und die verbleibenden 5 Gigatonnen gehen in die Atmosphäre und führen dazu, dass sich im Mittel die atmosphärische CO2-Konzentration Jahr für Jahr erhöht. Was ist jetzt der Einfluss von Permafrost auf diesen globalen Kohlenstoffkreislauf? Hierfür habe ich jetzt Ergebnisse aus einem Projekt von meiner Kollegin Anna Wirkala und Kollegen zusammengetragen, wo wir auch unsere eigenen Messergebnisse beigesteuert haben. Die Grafik auf der linken Seite zeigt ein berechnetes Produkt, wie sich die Kohlenstoffsenken und Quellen im arktischen und borealen Bereich verteilen. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt vor allen Dingen lenken auf die Tabelle auf der rechten Seite. Hier sehen Sie als erstes die Zahlen, die ich Ihnen auf der vorherigen Folie schon gezeigt habe, zum globalen Kohlenstoffkreislauf. Und denen gegenüberstellen möchte ich jetzt, was wir im arktischen Bereich sehen. Also zusammengefasst für den arktischen und borealen Bereich schätzt man derzeit, gibt es eine Aufnahme von Kohlenstoff durch die Vegetation in der Größenordnung 0,4 bis 1,1 Gigatonnen pro Jahr. Das heißt, die Werte sind im globalen Maßstab schon relativ groß und ein beträchtlicher Anteil der Gesamtaufnahmen der Landvegetation. Wenn wir das Ganze jetzt aber beschränken auf den Permafrostbereich, der ist eben nicht die gesamte Fläche, wie Sie da auf der linken Seite sehen, dann verbleibt lediglich eine Aufnahme von etwa 0,2 Gigatonnen pro Jahr. Das heißt, also die Permafrostgegend ist schon noch eine Senke für CO2 derzeit, sie ist aber im globalen Maßstab eine relativ geringe Senke. Das heißt, unser Problem mit dem Permafrost oder der große Einfluss, weswegen wir uns für den Permafrost im globalen Klimasystem interessieren, sind nicht die aktuellen Flüsse, sondern die Flüsse, die sich unter Umständen in Zukunft einstellen könnten, weil der Permafrostspeicher so groß ist und weil er davon abhängt, dass er gefroren ist. Und hierzu habe ich Ihnen aus dem letzten Weltklimaratbericht eine Übersichtsgrafik zusammenkopiert über Abschätzungen, die im Verlauf der letzten ungefähr 10 Jahre aus verschiedenen Publikationen mit verschiedenen Methoden zusammengetragen wurden. Das heißt, jeder der Balken, den Sie hier auf der linken Seite sehen, ist eine einzelne Studie und die Größe der Balken gibt letztendlich an, wie sicher sich die Studie war, wie groß die zukünftige Emission von Kohlenstoff aus degradierendem Permafrost bis zum Jahre 2100 sein sollte. Und Sie können sicherlich auf den ersten Blick sehen, also wir haben hier einen extrem großen Streuungsbereich und teilweise überlappen die Studien überhaupt nicht. Wir haben einige sehr pessimistische Studien, die eine Emission von bis zu 240 Gigatonnen bis zum Jahr 2100 vorhersehen. Es gibt andere Studien, die sagen, dass der Permafrostbereich sogar mehr Kohlenstoff haben wird am Ende dieses Jahrhunderts, weil die Vegetation insgesamt mehr aufnimmt, als die Bodenatmung abgeben wird. Das alleine symbolisiert schon, dass wir letztendlich bisher noch viel zu wenig über dieses System wissen und dass es extrem große Unsicherheiten gibt. Man kann also, um einige Zitate aus dem letzten IPCC-Bericht zu liefern,
Wir sind uns also ziemlich sicher, dass die zukünftigen Emissionen aus dem Permafrost höher sein werden als das, was wir jetzt sehen. Wir sind uns allerdings ziemlich unsicher. Wir haben also ein niedriges Vertrauen darin, wie der zeitliche Ablauf und die Gesamtmenge dieser zusätzlichen Emissionen sein werden. Das heißt, wir wissen, Permafrost wird wichtig sein. Allein diese Menge, was Sie hier in der roten Linie sehen, die ich eingezeichnet habe in diese Grafik, das sogenannte Best Estimate für Permafrost-Emissionen, das vom IPCC bei etwa 90 Gigatonnen Kohlenstoff angesiedelt wird, das ist schon eine Menge, die wir in Betracht ziehen müssen, wenn es zum Beispiel darum geht, zu berechnen, wie viel Kohlenstoff darf die Menschheit noch emittieren, um ein bestimmtes Klimaziel zu erreichen. Also diese 90 Gigatonnen entsprechen ja beim derzeitigen Stand etwa 10 Jahre Verbrennung von fossilen Energieträgern durch die Menschheit. Das ist also schon eine Menge, die eine Rolle spielt. Aber letztendlich wissen wir, also ist die Quantifizierung dieser Menge derzeit noch sehr unsicher. Woran liegt das jetzt? Ein Problem, das wir noch haben, ist die vergleichsweise geringe Datenabdeckung im arktischen Bereich. Und um das zu verdeutlichen, habe ich Ihnen jetzt hier mal eine Karte kopiert aus einer Arbeit meiner eigenen Arbeitsgruppe, wo wir geschaut haben, wie eines unserer Netzwerke, was wir zur Verfügung haben, um den Kohlenstoffaustausch von Permafrost zu beobachten, sogenannte Edikovarian-Stationen, wie gut sie die Arktis abdecken derzeit. Hier sehen Sie also das derzeit vorhandene Netzwerk an Messstationen als grüne Kreise eingezeichnet. Und in unserer Studie haben wir letztendlich verglichen, wie ähnlich sind die Messbedingungen, also beispielsweise das Klima, aber auch die Vegetation und der Boden, an den Messstationen im Vergleich zu den Bedingungen, die wir in anderen Teilen der Arktis finden. Wenn diese Bedingungen also sehr ähnlich sind, dann behaupten wir, man kann die Messung von diesem Punkt extrapolieren und wir können letztendlich, wir wissen, was in den anderen Teilen vor sich geht, obwohl wir dort nicht direkt messen. Diese Bereiche, in die wir gut extrapolieren können, sind in dieser Karte als orangene und rote Flächen eingezeichnet. Und vor allem zum Beispiel in Skandinavien können Sie sehen, dort wissen wir eigentlich sehr gut Bescheid über den Kohlenstoffkreislauf, weil es dort eben auch sehr viele Stationen gibt. Andere Bereiche allerdings sind große weiße Flecken oder in diesem Fall weißlich-bläuliche Flecken. Das heißt, in den Bereichen wissen wir sehr wenig, weil es einfach keine direkten Messstationen gibt und gleichzeitig alle Messstationen, die wir zur Verfügung haben, derzeit sehr unterschiedliche Bedingungen haben als in diesen Regionen. Und die größten dieser Lücken, Sie sehen hier im rechten Bereich dieser Karte, und das ist Russland. Das ist auch der Grund, warum unsere Gruppe letztendlich in Russland gearbeitet hat und auch sehr gerne in Zukunft weiter in Russland gearbeitet hätte, weil wir dort eben bisher vergleichsweise wenig wissen. Das heißt, wir haben in den letzten 10 Jahren versucht, dort Wissenslücken zu schließen, indem wir neue Stationen aufbauen. Wir waren bis vor 2 Monaten auch noch im Begriff, weitere Stationen mit Kollaborationen mit amerikanischen und russischen Kollegen zu etablieren, um eben diese Löcher zu stopfen, um die arktische Klimaforschung als Ganzes voranzubringen. Und das ist leider aktuell nicht mehr möglich durch die Sanktionen gegen Russland, die natürlich Sinn machen, aber für die arktische Klimaforschung natürlich ein Rückschritt und ein Problem sind. Ein weiteres Problem, auf das ich Sie eben schon letztendlich hingewiesen habe im ersten und zweiten Teil meines Vortrags, ist die Stabilität der arktischen Landschaft bzw. die Anfälligkeit für einen dramatischen Wechsel des Erscheinungsbilds der Landschaft. Nehmen wir mal an, das wäre nicht so. Und wir könnten einfach davon ausgehen, dass die Landschaft, so wie sie aktuell aussieht, auch in 100 Jahren noch genau so aussehen würde. Dann könnten wir uns die Prognosen deutlich vereinfachen. Das heißt, wir können letztendlich aus dem, was wir dort derzeit schon messen, sehr gut extrapolieren, wie die Austauschflüsse beispielsweise von CO2, Wasserdampf oder auch Methan unter einem wärmeren Klima in mehreren Jahrzehnten in der Zukunft oder in 100 Jahren aussehen könnten. Aber das ist leider nicht möglich. Auf jeden Fall nicht so vereinfacht, wie das hier dargestellt ist. Denn wir wissen, wie ich Ihnen ja auch eben gezeigt habe, die Arktis wandelt sich. Wir haben Bereiche, die sind betroffen von absinkenden Böden, dadurch, dass im wärmeren Klima das Bodeneis abtaut. Das heißt, hier bilden sich große Wasserflächen in Gebieten, wo es vielleicht mal trocken war. Umgekehrt läuft das Wasser aus feuerfeuchten Gebieten ab. Wir haben sogenannte Thermoerosion, also Hangrutsche oder Abrutschen von Uferböschungen, weil einfach der stabilisierende Faktor des Permafrostbodens fehlt. Dazu haben wir dramatische Brände, Waldbrände, sowohl in Tundra-Bereichen als auch in Taiga-Bereichen, wie wir sie in den letzten Jahren in weiten Teilen von Sibirien gesehen haben. Auch das ist natürlich eine sehr starke Veränderung der Bedingungen, der natürlichen Bedingungen und wird auch den Kohlenstoffkreislauf
beeinflussen. Und natürlich kann sich neue Vegetation einstellen, beispielsweise durch das nordwärts Voranrücken von der Baumgrenze, wie wir es auch schon in vielen arktischen Regionen sehen. Was wir also brauchen, ist ein deutlich erweitertes Messprogramm und auch eine koordinierte Anstrengung, die über Disziplingrenzen hinausgeht. Wir brauchen viel mehr Forscher, also jetzt habe ich jetzt hier mal diese kleinen Strichmännchen eingezeichnet, die da mit einer Lupe durch den Permafrost stapfen. Wir brauchen also Forschungsteams, die sich alle Elemente dieser heterogenen Permafrostlandschaften genau ansehen, die also schauen, wie verhalten sich die Polygone, die Seen, die Flüsse, aber auch die verbrannten Bereiche, die Bereiche, in denen es Hangrutsche gibt und so weiter. Das heißt, wir müssen sehr ins Detail schauen, um diese Prozesse zu verstehen. Gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch Messungen, die eher die größere Perspektive im Blick haben, also beispielsweise Drohnen- oder Satellitenmessungen, die uns zeigen, wie ist die Struktur dieser Landschaften und wie verändert sie sich über die Zeit, sodass wir diese kleinskaligen Prozessmessungen auch hochskalieren können. Und all das muss gesammelt werden in neuen Datenbanken, muss analysiert werden durch Statistiken und letztendlich in Prozessmodelle umgesetzt werden, damit wir verlässlichere Vorhersagen ermöglichen können, wie sich die Arktis in zukünftigen Klimaszenarien verhalten wird. Und damit komme ich jetzt zu meiner letzten Folie. Hier möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf den Titel dieses Vortrags: Wie stabil sind die Permafrostböden als CO2-Speicher? Hier wollte ich Ihnen zeigen, Permafrost ist ein wichtiger Teil im globalen Klimasystem. Aktuell sind die Flüsse aus Permafrostvegetation zwar noch relativ gering, aber wir erwarten, dass diese Flüsse im Verlauf des laufenden Jahrhunderts deutlich stärker werden, wobei wir aber noch sehr unsicher sind, wie hoch diese zusätzlichen Emissionen sein werden und wie das Timing dieser Emissionen sein wird. Und ein Teil des Problems ist, wie ich Ihnen in den letzten Folien gezeigt habe, zum einen die Datenlage, zum einen aber auch dieser Faktor Permafrost als Landschaftsarchitekt, als Stabilisierungsfaktor. Also ein tauender Permafrost wird in weiten Teilen der Arktis dazu führen, dass sich das Bild der Landschaft wandelt, also teilweise dramatisch wandelt. Und wir müssen solche Veränderungen berücksichtigen, wenn wir gute, verlässliche Vorhersagen ermöglichen wollen über die Rolle der Arktis im zukünftigen Klimawandel. Und damit möchte ich schließen und möchte Sie jetzt mit einem letzten Bild verabschieden, in der ich die schöne Landschaft in Sibirien, in der ich in den letzten 10 Jahren arbeiten durfte, nochmal hier als Bild zeige. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Göckede. Bitte noch nicht verabschieden, denn wir wollen ja noch ein bisschen reden. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, wo wir alle Ihre Fragen beantworten können. Ein paar sind ja schon angekommen. Aber ganz, ganz herzlichen Dank erstmal. Ich fand das wunderbar, wie Sie das erklärt haben. Ich dachte nämlich vor dem Vortrag, naja, eigentlich ist ja alles klar, der Boden taut, das CO2 steigt nach oben, das wissen wir ja schon. Und ich habe jetzt erst richtig verstanden, was diese Kaskadeneffekte, die man so schnell gar nicht vorhersehen kann, was die bedeuten und ja, warum Sie auch gerne überall weiter forscht hätten, wo sie jetzt forschen. Ich würde vorschlagen, wir gehen so vor, dass wir zunächst Verständnisfragen klären. Ein paar sind angekommen. Ich habe auch noch welche, also gerne schnell in den Chat schicken, dass wir dann reden darüber, wie es weitergeht mit der Forschung, und am Ende dann zu gucken, was vielleicht wir ja auch noch tun können, um das weitere Auftauen der Permafrostböden zu vermeiden. Und ich habe gleich die erste Frage, die geht, glaube ich, ganz kurz. Die Frage war, welcher IPCC-Bericht war gemeint? Sie meinen jetzt den ganz neuen, der im September, also den sechsten, sagst Den du, Bericht, also genau, Transbericht. letzten September kam dieser sechste Assessment Report raus von der Arbeitsgruppe 1 physischer Zustand des Permafrosts. Aus dem habe ich diese letzten Werte genommen. Die ja dann auch noch, also das hat mich sehr überrascht, dass da noch so unterschiedliche Prognosen waren. Und dazu passt nämlich ganz gut eine andere Frage, die lautet: Wurden die Drainagefläche aus dem Experiment in Sibirien über längere Zeit beobachtet oder sind die Effekte tatsächlich aus dem ersten Jahr? Was ist dann in den Folgejahren passiert? Ja, wir wissen, Sie können es nicht lange weiterforschen jetzt, aber vielleicht kann man schon da ein bisschen beobachten, wie lange haben Sie da drauf geblickt und was sind Ihre Also Vermutungen da? die Drainage wurde 2004 eingerichtet und wir haben danach ein Jahr noch gemessen und hatten also den unmittelbaren Effekt, was sich direkt als Folge einstellt. Und das war auch eine deutliche Quelle von CO2. Wir haben dann das Experiment unterbrochen, dann lief erstmal die Finanzierung aus und wir sind 2013 zurückgegangen und haben seitdem kontinuierlich gemessen. Das heißt, wir haben schon die Langzeitfolgen, also wir sind fast jetzt bis
bis 20 Jahre, na nicht ganz, also 17 Jahre nach der unmittelbaren Störung sind wir gekommen. Das heißt also, wir können schon behaupten, dass wir auch die Äquilibrierungseffekte, die Einstellung von neuer Vegetation, einer neuen Bodenstruktur beobachten konnten. Aber ich muss auch sagen, das ist noch nicht stabil. Also wir können sehen, dass sich die Landschaft weiter wandelt, dass sich beispielsweise die Vegetationsstruktur immer noch geändert hat in diesen 8, 9 Jahren, in denen wir dort jetzt aktiv gemessen haben. Das heißt, also solche Prozesse dauern schon eine lange Zeit. Können Sie noch mal die Veränderung im Boden ein bisschen beschreiben? Denn wir haben ja sozusagen im Vergleich aus Mitteleuropa gelernt, es gibt bei uns bei einer guten Bodenaktivität und ganz viel Bodenleben, baut sich Humus auf und dieser Humus kann mehr Kohlenstoff im Boden speichern. Da ist es also gut, wenn der Boden aktiv ist. Dann wissen wir, wenn Moore entwässert werden, dann passiert wahrscheinlich, was Sie im Permafrost beobachtet haben, dann passiert irgendwas, dass ganz viel CO2 aufsteigt. Warum kann dieser auftauende Boden in Sibirien nicht auch so ein Humus Boden sein, der umgekehrt wieder eine Senke wird. Wie passiert das, dass das Kohlenstoff dann in der Summe ja dann doch der Kohlenstoff dann überwiegt, der in die Atmosphäre geht? Also diese Massen an Kohlenstoff, die wir dort angesammelt haben im Verlauf der letzten Jahrtausende vermutlich, sind letztendlich davon bedingt, dass es dort Staunässe gibt. Das heißt, in diesem, also Vegetation sammelt Kohlenstoff an, stirbt ab, die tote Biomasse sammelt sich im Wasser letztendlich, im feuchten Bereich. Und dort ist die Zersetzung dieser Biomasse deutlich langsamer, als sie unter aeroben, also unter luftreichen Bedingungen stattfinden würden. Das heißt, so werden ja auch Moore letztendlich gebildet. Also die Zersetzung wird verlangsamt und so können sich halt Kohlenstoffspeicher aufbauen im Verlauf von langen Zeiträumen. Aber letztendlich ist dieses System davon abhängig, dass es nass ist oder es ist so lange stabil, solange es nass bleibt und kalt. Und jetzt, wenn wir das trocknen und der Boden sich auch dadurch erwärmt, dass weniger Wasser da drin ist, dann kommt eine völlig andere Mikrobengemeinschaft dort zum Tragen, die dort den Kohlenstoff sehr viel schneller zersetzen kann. Das heißt, also dadurch, dass diese Mikroben dort viel besser, viel aktiver leben können, wird der Kohlenstoff letztendlich der Degradierung oder der Zersetzung freigesetzt. Also wie unsere Moorböden muss man sich das vorstellen. Einmal im Moor ist Genau. es das Wasser und das sind quasi gefrorene Moore und dann kann da eben kein Humus gebildet werden, wie in einem dicken mitteleuropäischen Boden, der eben kein Moor war, sondern es geht alles, das löst sich alles auf und verschwindet. Sie sind ja auch Kooperationspartner in einem Forschungsprojekt, was diesen Kolyma-Fluss untersucht und guckt, wie sich dort die ganzen Stoffwechselströme verändern, wenn es sich erwärmt. Wir haben ja jetzt, Sie haben uns ja Bilder gezeigt von einer Landschaft quasi ohne Abflüsse, in denen die Gase einfach aufsteigen. Aber weiß man schon was, wie die Flüsse, die ja dann Kohlenstoff abtransportieren können, wie sich da auch alles ändern wird, wenn es wärmer wird oder wenn sich die Wasserverhältnisse, die Niederschlagsverhältnisse ändern? Also es gibt Forschung zu diesem Thema. Ich habe einige Kollegen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die sich mit solchen Fragen, also mit diesem aquatischen Ökosystem in der Arktis und auch mit dem Übergang, also letztendlich der Stofftransport erst vom terrestrischen in die aquatischen Systeme, also in die Flüsse, und dann der Weitertransport und die Transformation bis zum arktischen Ozean, sich damit beschäftigen. Und das ist definitiv ein wichtiger Faktor, wenn man jetzt die Gesamtkohlenstoffbilanz einer arktischen Landschaft betrachten will, dann muss man letztendlich auch schauen, wie viel Kohlenstoff geht da raus. Das gilt übrigens auch für unsere Drainagefläche. Also wir müssen letztendlich auch wissen, wie viel Kohlenstoff wird in diesem Wasser, was über den Entwässerungsgraben zum nächsten Fluss geleitet wird, letztendlich dem System entzogen. Aber das ist etwas, an dem wir derzeit noch arbeiten. Also wir haben eine laufende Doktorarbeit, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das tatsächlich quantifizieren können. Aber ich kann Ihnen sagen, also diese aquatischen Systeme sind definitiv ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss, wenn wir jetzt wissen wollen, wie sich der Permafrost in dieser Region verändern. Das ist allerdings auch ein Feld, in dem es deutlich zu wenig Daten gibt, also wo wir immer noch viel zu wenig wissen, auch also wie jetzt die Umsetzungsprozesse in Flüssen beispielsweise von frisch eingespeistem Kohlenstoff, wie die stattfinden, was das bedeutet, wie viel Kohlenstoff vielleicht direkt schon aus dem Wasser dann in die Atmosphäre entweicht und so weiter. Da sind wir also immer noch dabei, neue Daten zu sammeln.
Und uns ist ja gerade durch Ihre Erklärung sehr klar geworden, man ändert an einer Stelle diese primäre Störung, also zieht einmal Wasser raus und schon verändert sich eine ganze Kaskade von Zusammenhängen und mit unbekannten Folgen. Jetzt haben wir ja diese Studien gesehen mit den unterschiedlichen Balken, von denen die meisten nach unten zeigten, also Kohlenstoff wird verloren gehen, und ein paar Balken zeigten aber auch nach oben. Wie erklären Sie diese große unterschiedliche Einschätzung? Also wir haben groß gehört, es ist ja eine große Warnung, der Kohlenstoff soll nicht verloren gehen aus den Böden. Und ein paar Studien sagen aber auch, vielleicht steckt da ja auch so eine Art Chance drin, dass man das doch irgendwie erreichen kann über vielleicht schneller wachsende Pflanzen oder was auch immer es ist. Wie kommt diese unterschiedliche Einschätzung und vielleicht diese kleine Hoffnungsfrage auch, wenn sich da irgendwas verändern könnte, dass doch mehr CO2 wieder aufgefangen wird durch Pflanzen, die auf dem wärmer werdenden Boden wachsen können? Besteht da irgendwo eine Hoffnung oder ist das völlig vermessen, das zu glauben? Also diese Unterschiede sind, also ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, muss ich zugeben, welche der vorliegenden Studien jetzt für welchen Balken verantwortlich waren. Es sind definitiv unterschiedliche Methoden, Modellierung, Datenassimilation. Es gab auch einen Experten-Assessment, also wo letztendlich Experten mit verschiedenen Methoden ihre eigene Einschätzung geben sollten. Also es gibt schon methodische Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede beispielsweise, ob jetzt abrupte Störungsprozesse in diesen Emissionen berücksichtigt wurden oder ob man nur eine normale Degradierung in Anführungszeichen betrachtet. Aber wie Sie schon sagen, also der Kohlenstoffkreislauf ist komplex und er besteht aus mehreren Komponenten. Und jede dieser Komponenten wird ihre eigene Reaktion haben auf einen fortschreitenden Klimawandel. Und also es ist richtig, also es gibt auch Chancen, es gibt Faktoren, die dafür sprechen, dass die Arktis in Zukunft erstmal mehr Kohlenstoff aufnehmen wird. Aktuell ist die Vegetationsaufnahme in der Arktis einfach extrem begrenzt, dadurch, dass die Sommer relativ kurz sind, die Auftauperiode ist relativ kurz, die Temperaturen sind immer noch vergleichsweise niedrig. Das heißt, die Vegetation kann schon davon profitieren, dass es dort im Sommer wärmer wird und die Wachstumsperiode länger wird. Es könnte auch, also wie zum Beispiel in unserem Fall, könnte davon profitieren, dass vielleicht gewisse Areale etwas trockener werden, wo sich dann andere Vegetationen mit mehr Biomasse einstellen, die einfach aktiver den Kohlenstoff über Photosynthese aus der Atmosphäre aufnehmen können. Diesen Effekt werden wir definitiv sehen und der wird große Teile der Arktis betreffen. Und es wird auch erwartet, oder es ist zumindest in der Diskussion, dass dieser Effekt zumindest temporär die Freisetzung von Kohlenstoff aus dem Boden überwiegt. Das heißt, wir können durchaus erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten durch die Erwärmung der Arktis erstmal mehr Kohlenstoff dort gespeichert wird. Gleichzeitig haben wir aber immer diesen Faktor, dass wenn sich der Boden erwärmt, wenn mehr Permafrost auftaut und letztendlich vormals tiefgefrorene Böden für mikrobielle Zersetzung aufgeschlossen werden, dass es immer mehr Bodenatmung geben kann und somit mehr Freisetzung von Kohlenstoff. Und das Problem, also und diese beiden Faktoren, es sind einfach beides sehr große Flüsse, die man gegeneinander aufwiegen muss. Und hier kommt es eben extrem darauf an, wie hat man sein Modell aufgestellt, welche Daten, welche Prozesse hat man berücksichtigt. Deswegen kann es eben zu verschiedenen Ergebnissen kommen und deswegen sehen wir diese unterschiedlichen Balken in der Grafik. Aber auf lange Hinsicht kann man schon davon ausgehen, dass also der positive Effekt auf das Vegetationswachstum ist definitiv limitiert, nämlich durch das Licht. Also selbst wenn die Arktis jetzt sehr, sehr viel wärmer werden wird in Hunderten von Jahren, irgendwann ist das Wachstum im Sommer dadurch begrenzt, dass es einfach im Winter dunkel ist. Also die Vegetation kann nur dann von der Wärme profitieren, solange Licht da ist. Während der Boden letztendlich immer mehr Kohlenstoff freisetzen kann, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Das heißt, wenn wir kontinuierlich die Arktis erwärmen, wird diese zusätzliche Aufnahme irgendwann eine Grenze treffen, aber die Abgabe aus dem Boden kann eigentlich unbegrenzt weitergehen. Und somit ist die Erwärmung definitiv eine schlechte Sache für den arktischen Kohlenstoffspeicher auf lange Hinsicht. Aber es scheint einen kleinen Puffer zu geben, der uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit gibt, schneller, schneller, schneller von den Emissionen runterzukommen. Das ist gerade Es die ist Hoffnung, aber also. wahrscheinlich Es ist ganz klar ein zu Faktor, naiv. den wir berücksichtigen müssen und der, wie Sie sagen, natürlich auch einen positiven Aspekt erstmal liefert.
Ich habe dazu eine interessante Frage, nämlich da steht, dass in unseren Breiten der Wald ja sozusagen die Klimax der Vegetationsentwicklung ist. Wie könnte eine solche Klimax im Bereich dieser aufgetauten Permafrostböden aussehen, wenn es wärmer wird, aber im langen arktischen Winter nicht heller? Weiß man das? Also in der Zeit sieht man, das hatte ich ja auch erwähnt, dass eben also die Baumgrenze und auch also höhere Vegetation sich letztendlich immer weiter vorandrängt in die Arktis. Also man kann davon ausgehen, dass dort, wo zumindest also das Auftauen des Bodens und die Temperaturbedingungen das zulassen, dass wir dort auch eben Wälder von verschiedener Ausprägung finden werden im Laufe der Zeit. Aber die würden dann, das wären Wälder, die sozusagen nordwärts wachsen, so wie bestimmte Bäume bei uns auch weiter in den Norden wachsen mit der Temperatur, wenn kein Gebirge dazwischen steht. Oder wo kommen die? Also ich habe mich gefragt, wo kommen so schnell die Samen für diese kleinen Büsche her, die plötzlich in der Landschaft entstanden sind, die ja über tausende Jahre dieses Wollgras hatten und wo gar nicht so viel Saatgut herkommen konnte. Das zieht dann langsam nach oben, oder wie beobachtet man das? Also jetzt in unserem Falle waren die Büsche vorher schon da. Also die Landschaft ist keine homogene Wollgraswiese, sondern die Teile, die staunass sind, also die etwas niedriger gelegenen Teile, wo sich eben dauerhaft Wasser sammelt, dort findet man vornehmlich diese Wollgraswiesen. Aber dieser Art Landschaft, also es ist, wenn man als erstes schaut, ist sie halt komplett flach. Es ist also, wo wir arbeiten, ist eine Überflutungsebene, aber es gibt eben diese leichten Geländehöhenunterschiede, wenige, teilweise ein halber Meter mehr oder weniger, macht dann schon den Unterschied, dass das Wasser halt im Laufe des Sommers aus den höheren Bereichen langsam abläuft und so dort leicht trockenere Bedingungen schafft. Und dort findet man dann auch schon Büsche, ohne dass es halt zu einer Drainage kommt. Also es ist dort schon normaler Teil der Landschaften, auch auf Uferböschungen findet man vornehmlich Büsche. Das ist also schon da. Das ist jetzt keine Pflanze, die jetzt auf einmal ganz neu aus einem ganz anderen Bereich eingeflogen ist, wenn man so will. Okay. Ich habe noch eine Frage gefunden im Chat über nochmal über diese polygonale Seenlandschaft, die ja dieses Wahnsinnige verändern. Erst sind da Seen und so kleine Beckenränder drumherum und dann plötzlich sind die Beckenränder die Gräben und die Seen steigen auf. Also eine wahnsinnige Veränderung. Und dazu wird gefragt, wie tief sind eigentlich diese Wasseransammlungen da drin? Sind das Seen oder eigene Ökosysteme oder ist das als Gesamtbereich mit diesen Flächen drumherum als ein Ökosystem zu sehen? Ich weiß, dass Sie Geoökologe sind und nicht Botaniker, aber vielleicht können Sie uns trotzdem da helfen. Das ist letztendlich hängt das ab von der Perspektive, wie man jetzt an diese Landschaft herangeht. Also diese Seen, die Absenkung dieser Poly also die flachen Teile in der Mitte der Polygone können durchaus 1, 2 Meter, denke ich mal, tief werden. Also schon Seen, also mit einer beträchtlichen Wassertiefe. Wenn wir sie jetzt, also wenn ich diese Systeme untersuchen möchte, dann würde ich eben separieren zwischen den Seen und den Wellen, die man dazwischen hat, weil sie einfach völlig unterschiedliche ökologische Funktionalitäten haben. Also wenn ich verstehen will, wie reagiert der See, also welche Kohlenstoff, zum Beispiel Methanmengen auch kommen da raus, dann muss ich mir den See und diesen Wall separat ansehen, weil sie einfach völlig unterschiedlich ticken. Aber man kann auch sagen, wir betrachten das polygonale System als Ganzes. Also wir gehen nicht auf die Metaskala und unterscheiden zwischen nassen und trockenen Flächen, sondern wir betrachten beispielsweise einen Quadratkilometer polygonale Tundra und sagen dann halt, also hier haben wir 20% der Landfläche sind diese trockenen Wälle und 40% sind Seen und 40% sind überwachsene Feuchtgebiete. Und dann kann man auch versuchen, dieses also als gemischtes Ökosystem zu betrachten und zu versuchen zu verstehen, wie dieses System vielleicht auf Änderungen reagiert. Aber wenn man mit so etwas, mit dem Ansatz Vorhersagen machen will, ist es auf jeden Fall deutlich schwieriger. Und wir haben gesehen, wie schnell sich das verändert. Aus den Seen werden trockene Flächen, aus den Gräben, aus dem Rand, aus den Berandungen werden Gräben und dann wird sich das alles nochmal ändern und wir können wahrscheinlich noch nicht vorhersagen, wie. Wir Das wollten noch ist halt darüber reden. Ja, Entschuldigung. genau das Problem, Bitte. mit dem wir uns auch derzeit beschäftigen müssen. Also wenn wir verstehen wollen, wie sich diese Systeme, wie sie reagieren auf zukünftige Klimawandel, dann müssen wir wirklich ins Detail gehen. Dann müssen wir verstehen,
Wie reagiert der See im Zentrum des Polygons? Wie reagiert der trockene Bereich am Rand des Polygons? Und ich konnte ja eben zeigen, also sie werden deutlich unterschiedlich reagieren. Und wenn wir jetzt prognostizieren wollen, was passiert mit dieser Landschaft, wenn es in 50 Jahren dort 2 Grad wärmer ist, dann müssen wir diese Teile erstmal separat verstehen, aber dann auch separat simulieren. Gleichzeitig interessiert uns natürlich als Klimaforscher, wie reagiert, also was passiert mit der Arktis als Ganzes? Und hier reden wir ja über Bereiche von mehreren tausend Kilometern. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir diese kleinstskaligen Untersuchungen und Simulationen auf diese großen panarktisch relevanten Skalen hochskalieren. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist uns gerade klar geworden. Sie hatten ja gesagt, ein Viertel der Landfläche der Nordhalbkugel ist diese arktische Landschaft. Und wir reden über etwas, wo Sie über lange, lange, lange Reisen mit verschiedenen Stopps und Zwischenlandungen irgendwo hinreisen, wo kaum ein Mensch ist. Aber es ist einfach wahnsinnig große Fläche und es geht um wahnsinnig viele Mengen CO2 im Boden oder in der Atmosphäre. Also das ist uns Beobachtung, die wahrscheinlich waren die wenigsten von uns schon mal in der Arktis, scheint das so weit weg irgendwo, aber es geht um etwas, was wahnsinnig relevant ist für die Klimakrise. Krise. Ich wollte Sie gerne noch fragen, wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Forschung? Sie haben da ganz viel aufgebaut, Sie haben russische Wissenschaftler, mit denen Sie zusammengearbeitet haben und jetzt hat dieser völlig unsinnige Angriffskrieg, das alles beendet und ich habe gemerkt, Sie tragen natürlich die Sanktionen mit, Sie hätten aber gerne weiter geforscht, das geht jetzt nicht. Wie forschen Sie jetzt weiter? Ja, also wie Sie schon sagen, also der Teil unserer Russlandforschung, den wir bisher, der eigentlich immer ein Hauptstandbein war der Forschung meiner Gruppe, ist zurzeit komplett auf Eis gelegt. Und im Moment ist es nicht möglich, vorherzusagen, ob das weitergehen wird und wenn ja, wann und wie. Das heißt, aktuell müssen wir letztendlich dafür planen, ohne diese Russlandmessung weiterzumachen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich diese Situation irgendwann so ändern wird, dass zumindest ein wissenschaftlicher Austausch wieder möglich ist. Aber wie Sie schon sagen, aktuell die Sanktionen sind sehr sinnvoll, auch wenn sie für die Klimawandelforschung natürlich auch ein Problem darstellen. Für unsere eigene Forschung ist es letztendlich eine Hürde, ein zusätzliches Hindernis, ein Problem, aber wir kommen damit klar. Also wir können umschwenken. Wir sind derzeit dabei, uns neue Untersuchungsgebiete zu erschließen, vornehmlich in Kanada. Also dort habe ich also vorher schon mit vielen Kollegen Kontakt gehabt und die haben wir jetzt halt angeschrieben, ob wir nicht in Anführungszeichen bei denen mitmessen können. Wir haben halt im Rahmen eines neuen Projekts, hatten wir eigentlich geplant, dieses Jahr, diesen Sommer in Russland viel zu investieren, neue Messprogramme aufzubauen. Und das können wir jetzt im Prinzip alles umschwenken und versuchen, diese Technik, diese Ressourcen in Kanada einzusetzen. Also auch dort gibt es sehr Darf ich interessante Ziele. Ja, klar. da gerade reingehen? Ist das denn, dann kann man da nahtlos anschließen? Gibt es da auch ähnliche Landschaften oder sind die wiederum durch was auch immer anders geprägt? Also kann man, Sie hatten ja eben schon eine Folie gezeigt, an einigen Stellen kann man vermuten, das wird so und so ähnlich funktionieren, aber es gab eben auch Stellen, an denen man eben das nicht hochskalieren konnte. Haben Sie es jetzt mit ganz anderen Ökosystemen zu tun? Auch mit anderen Tieren vielleicht? Sie sind anders, aber sie sind nicht deutlich anders. Also je nachdem, wo man hingeht. Aber letztendlich ist die Forschung, die wir geplant hatten im Rahmen unserer neuen Projekte, ist jetzt nicht abhängig. Also wir wollten nicht erforschen, was passiert in Russland, sondern wir wollten besser verstehen, wie verändern sich Permafrostökosysteme, komplexe Permafrostökosysteme, wenn sie sukzessive erwärmt werden, wenn sie dem Klimawandel ausgesetzt werden. Das können wir natürlich auch in Kanada, in Alaska oder auf Grönland machen. Natürlich in anderen Ausprägungen. Das heißt, wir können sicherlich nicht eins zu eins genau das messen, was wir in Russland gemessen hätten, aber wir können sehr ähnliche Forschung machen. Und gerade, also wir planen gerade ein neues Experiment in den Northwest Territories von Kanada, wo wir halt mit eigenen Messungen ein laufendes Experiment unterstützen werden. Und dort ist die Gesamtstruktur der Landschaft sicherlich ähnlich zu dem, was wir in Russland vorgefunden hätten. In anderen Bereichen Kanadas, also wir hoffen, dass wir auch im Osten von Kanada, im Bereich Quebec, Nunavut, vielleicht eigene Messungen aufbauen können. Dort sieht es komplett anders aus als alles, was wir in Russland gesehen hätten. Aber insgesamt, wie gesagt, es geht uns um die Prozesse, die dort stattfinden, um die Veränderungen, also was passiert mit einer Landschaft, wenn sie sukzessive degradiert wird. Und das kann man eben auch in ganz anderen Regionen machen.
Können wir vielleicht eine kleine Abenteuereinlage machen für alle möglicherweise zukünftigen Forscherinnen und Forscher, die uns zuhören? Wenn Sie da jetzt hinfahren, wie kommt man da hin? Wie sieht es da aus? Und Sie haben natürlich irgendwo ganz weit oben im Nordwesten von Kanada, wo kaum Menschen sind, kein Hotel, in dem Sie abends zur Ruhe sich legen können, sondern wie genau forschen Sie da, wenn Sie Ihre Geräte dorthin bringen und kontrollieren? Wie kommt man Also überhaupt hin? konkret, dieser Standort, den wir jetzt besuchen werden, ab Mitte Juni, der liegt bei Inuvik. Das ist in den Northwest Territories am Mackenzie-Fluss und relativ dicht am Arktischen Ozean, also nahe der Mündung des Mackenzie. Man kommt dorthin, also wir fliegen zuerst von Frankfurt nach Whitehorse, das ist noch im Yukon Territory, und von dort geht es dann mit mehreren Zwischenstopps mit kleineren Fliegern nach Inuvik im Nordwesten von Kanada. Und der Standort, den meine kanadischen Kollegen dort im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, ist letztendlich ein Camp. Also dort gibt es Zelte, in denen wir dann übernachten werden. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit nur in den Zelten lebt. Also es gibt schon einige etwas größere Strukturen, wo man dann isst, wo man sich aufhalten kann. Aber es hat einen gewissen Abenteuerfaktor. Es gibt natürlich auch wilde Tiere, die man in Berücksichtigung nehmen muss, also Sicherheitsaspekte. Die ganze Reise wird sicherlich auch eben diesen Abenteuerstempel haben, und ich bin sehr gespannt, was wir dort alles erleben werden. Wir sind auch gespannt. Sie hatten eben gesagt, keine Eisbären, wohl eher die Grizzlies oder Braunbären oder Schwarzbären. Nee, Schwarzbären, die Ihnen dann begegnen, oder nicht? Was sagen Ihre Kollegen? Ich muss zugeben, so genau habe ich nicht nachgefragt. Also es gibt auf jeden Fall Bären, und ich glaube, es sind eher Grizzlies und vielleicht auch Schwarzbären. Eisbären vermute ich eher nicht so weit im Süden, zumindest würde ich mich eher wundern. So spricht der Geoökologe. Ich wollte Sie noch fragen, mit welchen Forschungseinrichtungen, also mit welchen Disziplinen wird geforscht? Also Sie gucken natürlich als Geoökologe auf genau diese Kreisläufe im Boden und messen, was in die Atmosphäre geht. Sind auch andere Disziplinen da beteiligt? Also mein eigenes Spezialgebiet sind letztendlich atmosphärische Messprogramme. Das heißt also, wir schauen mit atmosphärischen Techniken, wie jetzt zum Beispiel Treibhausgase vom Erdboden in die Atmosphäre abgegeben werden und umgekehrt. Das geht mit verschiedenen Methoden, je nachdem, auf welcher Skala man arbeitet. Aber wir müssen letztendlich, also mit diesen Methoden, also beispielsweise, wir stellen dort einen Mast auf und lassen ihn ein paar Monate laufen mit uns oder ein paar Jahre mit unseren Instrumenten. Und mit den Daten können wir dann letztendlich quantifizieren, beispielsweise, wie viel Methan kommt aus dem Boden raus, zu welcher Zeit. Wenn wir aber jetzt verstehen wollen, warum so viel Methan jetzt dort kommt und warum sich das vielleicht ändert von Jahr zu Jahr oder im Laufe der Zeit, müssen wir natürlich viel mehr verstehen, was dort das Ökosystem eigentlich ausmacht. Und dafür ist letztendlich das gesamte Spektrum an Geowissenschaften notwendig. Also wir müssen verstehen, wie ist der Boden strukturiert, welche Bodenart haben wir da, wie viele Nährstoffe gibt es dort, wie sieht die Vegetation aus, was ist die Hydrologie. Idealerweise schaut man sich auch die Mikroorganismen an im Boden, welche Gemeinschaften hat man dort, wie verändern sie sich vielleicht über die Zeit. Also all diese Aspekte spielen eine Rolle, wenn man wirklich verstehen will, warum sind die Flüsse so, die wir tatsächlich gemessen haben mit unseren atmosphärischen Techniken. Können Sie noch ein bisschen zu den Messgeräten sagen? Also es gibt da so kleine Türme und aber auch Dinge, die ein bisschen über der Luft was messen. Und dann hatten Sie immer die Eddy-Kovarianz erwähnt, die Sie vielleicht noch ein bisschen erklären könnten. Also Eddy-Kovarianz misst letztendlich die Fluktuation des Windfeldes und auch die Fluktuation von Beimengungen in der Luft, also beispielsweise CO2 oder Methankonzentration. Und Fluktuation bedeutet in diesem Fall, also wir müssen mit einer Frequenz von mindestens 10 Hertz messen. Also das heißt, wir messen 10 Mal pro Sekunde, idealerweise sogar ein bisschen öfter. Das erlaubt uns letztendlich, diese turbulenten Austauschprozesse in der Atmosphäre zu vermessen. Und dann gibt es halt verschiedene mathematische Verfahren, wie man aus diesen fluktuierenden Zeitreihen dann ableiten kann, also wie viel CO2 oder wie viel Methan wird gerade beispielsweise nach oben weg vom Ökosystem transportiert oder wie viel wird gerade nach unten transportiert. Also letztendlich schaut man sich an, wie die Luftwirbel bestimmte Beimengungen, beispielsweise von Treibhausgasen in der Atmosphäre transportieren. Und diese Geräte, wenn Sie die aufstellen, laufen die selber? Kann man dann so per Remote Sensing mitkriegen, was da läuft? Oder muss da schon jemand immer neben den Grizzlies stehen und aufpassen, dass das läuft und funktioniert und genaue Daten liefert? Also im Idealfall
Hätte man einen Babysitter für das Gerät, der sich jeden Tag zweimal anschaut, ob es wirklich das tut, was es macht? In der Praxis hat man sowas normalerweise nicht. In Russland hatten wir teilweise solche Bedingungen. Das war sehr praktisch, weil es uns zum Beispiel auch ermöglicht hat, den ganzen Winter über zu messen, wo solche Geräte natürlich regelmäßig auch mal ausfallen. Ansonsten, also es kann auch sein, dass man das Gerät einfach mal 2 Monate stehen lässt und überhaupt nicht betrachtet und es läuft wunderbar durch. Das ist die Idealsituation. Aber in der Praxis weiß ich einfach, das ist nicht der Normalfall und üblicherweise gibt es immer wieder kleine Probleme mit dem Datenaufzeichnungssystem oder mit den Messgeräten selber und man sollte schon regelmäßig nachschauen, was dort passiert. Also es ist so ein bisschen mittendrin und je nachdem, was man will, wie viele Datenlücken man sich leisten kann, hat man halt jemanden vor Ort, der sich das System regelmäßig anschaut oder halt nicht. Man kann sich ein Funksystem da dran hängen und man kann sich die Daten jeden Tag schicken lassen. Das ging in Russland leider nicht, aber Kollegen von mir arbeiten in Spanien und die machen genau das. Also da kann man auch in Deutschland jeden Morgen, wenn man sich an den Schreibtisch setzt, kann man erstmal gucken, ob noch alles läuft und was an Daten gekommen ist. Eine schöne Jobbeschreibung. Babysitter für Messgeräte der Eddie-Kovarians im Norden, 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 Nordosten von Kanada und Nordwesten gesucht. Wir haben noch ein paar Minuten. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch Sie um einen Ausblick bitten. Es ist ja immer sehr viel die Rede von den möglichen Kipppunkten, an denen ein ganzes Ökosystem sich so sehr verändert, dass es keinen Weg mehr zurück gibt und eine bis dahin langsam startende Bewegung ganz, ganz schnell losgeht. Kann sowas beim Permafrost passieren? Wir haben jetzt gehört, da ändert sich langsam was und möglicherweise wird über mehr Vegetation auch ein bisschen CO2 noch aufgenommen, sodass diese Entwicklung, die befürchtete, ganz viel CO2 geht in die Atmosphäre, sich vielleicht verlangsamt. Drohen da Kipppunkte und kann man darüber irgendwas sagen? Also wir haben in der Arktis definitiv diese nichtlinearen Störungsprozesse, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft auch eine große Rolle spielen werden. Das heißt also, hierzu zählen beispielsweise diese Hangerosionen, diese Thermokarstprozesse, wo ein ganzer Hang abbrechen, abrutschen kann und dementsprechend das Ökosystem komplett auf den Kopf stellt. Und es wird geschätzt, dass etwa 20% der arktischen Fläche für solche abrupten Störungen sensibel sind. Das heißt also, in großen Teilen der Arktis können wir erwarten oder wird zumindest in Erwägung gezogen, dass sich solche dramatischen, schnellen Änderungsprozesse einstellen. Und das kann dann natürlich auch einen großen Einfluss haben, wie jetzt die Arktis als Kohlenstoffspeicher weiterhin stabil sein kann. Also im Allgemeinen geht man davon aus, dass so eine abrupte Störung eher ein schlechter Prozess ist, also im Sinne davon, dass der Kohlenstoffspeicher dadurch destabilisiert wird. Es gibt ja so Visionen davon, dass man Mammuts klonen sollte, die Klone in Elefantenkühe einpflanzt und dann mit diesen neu geklonten alten Mammuts, die ursprünglich mal in diesen Gegenden herumzogen, wieder eine neue Art Steppenbeweidung erschaffen könnte, was dann die Klimakrise so bremsen könnte, dass also zumindest die Permafrostböden schützen könnte. Ist das Science Fiction oder ist da was dran? Es ist aktuell, glaube ich, irgendwo dazwischen. Also ich würde sagen, als praktisches Instrument, um den Permafrost zu verändern, sind die Mammuts noch ganz weit weg und ich bin mir auch nicht so sicher, ob man das jetzt wirklich weiter verfolgen sollte. Die generelle Idee über Ansiedlung von Tieren, den Permafrost zu stabilisieren oder auch zu verändern, ist dagegen also eigentlich ein sehr interessantes Konzept. Und also ich kenne das jetzt auch im Detail, weil eben meine russischen Kollegen in Tscherski genau dieses Konzept seit etwa 2 Jahrzehnten verfolgen in Tscherski. Wir haben dort also ein Experiment aufgebaut, das nennt sich Pleistozän Park. Und das Konzept ist letztendlich, dass man versucht, eine aktive Steppenlandschaft, wie sie in diesen Regionen im Pleistozän wohl vorgelegen hat, wiederherstellt, indem man halt viele Tiere an einen Punkt, also letztendlich konzentriert, sodass sie halt durch Beweidung der Fläche, aber auch durch Trampeln des Bodens, durch eine Verdichtung des Bodens die Landschaftsart komplett verändern. Also von diesen Feuchtgebieten, die ja staunasse sind und letztendlich viel tote Vegetationsmasse aufbauen, hin zu einer aktiven Graslandschaft, die also einen deutlich anderen ökologischen Stempel hat. Und idealerweise, also die Mammuts wären dort. Vielleicht um dieses Wort Landschaftsarchitekt wieder aufzugreifen, wären dort eigentlich der perfekte Landschaftsarchitekt, weil sie eben in der Lage wären, auch beispielsweise Bäume wegzuräumen oder größere Strukturen, auch den Boden deutlicher zu verdichten durch ihre schiere Masse.
Ob es nun aber realistisch ist, jetzt wirklich davon auszugehen, dass die Mammut, die derzeit offensichtlich in den USA neu gezüchtet werden, auch in Sibirien einzusetzen, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber es wäre sicherlich sehr interessant zu sehen, ob das Ganze funktionieren könnte. Und welche Tiere sind jetzt, mit denen beweidet wird? Mini-Mammuts. Also im Pleistozänpark in Tscherski gibt es beispielsweise Bisons. Also zwei Bisonherden haben sie dort in den letzten Jahren etabliert. Es gibt Pferde, sie haben ein paar Elche, Rentiere, Schafe, sie haben sogar Kamele. Das fand ich sehr interessant. Also ich war nicht davon ausgegangen, dass man Kamele im nordostsibirischen Permafrostgebiet irgendwie durchbringen kann, aber anscheinend fühlen die sich dort sehr wohl. Wunderbar, ganz interessant. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dr. Matthias Göckete. Ich habe Ihren Namen Gödicke umgewandelt hier gerade in meinem Manuskript. Das ist ganz falsch. Göckete heißen Sie natürlich. Und ich danke sehr für diese wunderbare Art, die Forschung so zu erklären, dass, ja, dass es einen mit einer Abenteuerlust packt und man denkt, man zieht in den hohen Norden und guckt, wie sich dort gerade auf ja, nie zuvor gekannte Weise die Erde verändert. Und das zeigt uns, mir aber auch nochmal, wie groß unsere Verantwortung ist, dass wir jetzt ganz, ganz schnell unsere ja, Emissionen senken müssen, um diese fragilen Ökosysteme irgendwie noch zu stärken. Also ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie zugehört haben. Ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Und ich möchte Sie nochmal einladen, denn diese Lecture aus der Reihe Fragile Ökosysteme ist ja nur ein Teil einer längeren Reihe. Es wird am 21. Mai eine Veranstaltung in Berlin geben. Da geht es um den schönen Wald, der hoffentlich nicht, zu dem wir hoffentlich nicht Lebewohl sagen sollen. Es geht um den deutschen Wald zwischen Wunsch und Wirklichkeit mit Dr. Henrik Hartmann, der die Forschungsgruppe für in Max, auch an einem Max-Planck-Institut leitet. Und in der zweiten Jahreshälfte wird es weitergehen mit einer Reihe von Foren, in denen auch die Gesellschaftswissenschaften und die Geisteswissenschaften mit auf die Podien kommen, mit diskutieren. Naja, was das bedeutet, was wir gerade anrichten auf der Erde im Anthropozän. Und alle Veranstaltungen, falls Sie was verpasst haben, können Sie auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaften nachschauen, wenn Sie unter MPG für die Max-Planck-Gesellschaft und da unter Veranstaltung gucken oder auf dem YouTube-Kanal der Max-Planck-Gesellschaft, da können Sie nachschauen und ja, weiterhören, was es bedeutet, als Mensch im Anthropozän in fragilen Ökosystemen zu leben, in dem sich vieles schneller ändert, als uns lieb ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns wiedersehen bei einer der nächsten Veranstaltungen. Ganz herzlichen Dank, einen schönen Abend.